Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coffee Talk. Wenn ihr die Augen von Freya seht und den Mund, die Mimik, sie freut sich einfach so, dass ich denkt, ah, endlich geht's weiter mit einer neuen Folge. Und naja, in der letzten Folge ist einiges passiert. Gala kam zurück, hat sich bedankt, dass wir ihn als Werwolf-Form gerettet haben mit seinem Getränk. Dann war ja gewesen, dass im Krankenhaus viel los war, weil diese Sedative, was in der Zeitung stand, würden bald herausgegeben werden, sind aber noch nicht komplett fertig. Verfügbar. Die Werwölfe haben es aber gedacht, weil sie nicht so ganz alles gelesen haben. Es gab viel Chaos und Tuho, Wuhu und so. Und naja. Dann kam noch Freya halt vorbei. Sie hat gesagt, es war gut, dass sie endlich ausschlafen konnte. Sie hat im Buch weitergeschrieben, weil sie hat halt Inspiration gefunden. Dann kam noch Ratchet vorbei. Sie hat gesagt, das Konzept war gut, aber es gab Streit mit ihrem Vater. Und der Star-Vater will vorbeikommen. Und ja, kam nun vorbei und ja, scheinbar hat er blaues Auge bekommen. Gall hat er nur noch gesagt, was zur Hölle? Oh nein! Dad! Was? Rachel, ist das Mr. Henry? Ja! Dad! Was ist passiert? Hochi, kannst du ihm eine Schale Milch machen? Nur Milch? Nur Milch! Milch! Miau! Danke. Dad, halt durch. Kann mal jemand bitte einen Krankenwagen rufen? Sind schon auf dem Weg. Oh, ich hab Rätschels. Und Henrys Freundschaft ganz oben. So, meine liebsten Dinge. Ich liebe meine Familie. Katzen, Milch und dich. Oh, sie liebt mich und euch. Was arbeite ich gerade? Seit ich 13 bin, tanze und singe ich und versuche, meine Träume wahrzumachen. Nichts kann mich aufhalten. Henry? Was arbeite ich gerade in einem Plattenladen, um ein besserer Vater zu sein? Na gut, hat er ja schon gesagt. Ich habe das Krankenhaus angerufen. Danke. Und unser Neko Mimi. Was? Und unserer Neko Mimi Fachärztin Bescheid gesagt. Sie hat gerade keine Bereitschaft. Ist aber auf dem Weg hierhin. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was ohne deine Hilfe passiert wäre. Dafür nicht. Da kommen sie. Ich werde euch begleiten. Okay. Na, Freya sind nur noch wir da. Oh Mann! Das war ja was, oder? Ja. 2 Tage hintereinander. Sind jetzt hier Unfälle passiert? Naja, zumindest kommen Leute in dein Café. Wenn sie Hilfe brauchen. Du hast recht. Ich habe seine Milch nicht bezahlt. Naja, es geht aufs Haus. So positiv bist du doch sonst nicht. Ha! Naja, ich bin ja auch jemand, die sich hierher flüchtet. Also verstehe ich die Leute. Ich hoffe, dass es Henry gut geht. Ich auch. Er ist in guten Händen. Was sind deine Pläne für den Rest des Abends? Das war ziemlich aufregend. Aber ich muss weiterschreiben. Dir alle Zeit der Welt. Werde ich. Espresso. Schwärzer als die Seele, heißer und bitterer als die Hölle. Und es regnet. Es ist Sonntag, der 4. Oktober 2020.
haben wir denn hier? Razzia bei Coachella Afterparty mit Folgen. Unmengen Drogen und Sex. Und ein nackter Hintern. Gut, dass sie nicht dabei war. Gut, sehr gute Hauptschlagzeile. Coachella. Ausbruch von Randalen. Schuldige in Haft. Bestimmt hier der blöde Manager. Coachella. Festival findet trotz Festnahmen statt. Bestimmt dieser komische Manager, was Herr Henry gesagt hat, dass er nämlich kein Guter ist. Denn er kennt ihn. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag in meinem Café. Ach, dich gibt's ja auch noch. Hey, mein Freund. Guten Abend alle zusammen. Alle heute gesund und munter? Soweit, so gut, Officer. Mit einem Polizisten, der in diesem Fall das Streife fahren sollte, aber im Café rumhängt. Bin ich mir da nicht sicher. Hey, ich arbeite gerade. Ich mache nur gerade eine Pause. Und rauche. Ich bin sehr wohl fähig zum Multitasking. Das erfordert Können. Pause machen, gleichzeitig arbeiten. Das meintest du, oder? Hast mich durchschaut. Das widerspricht sich. Das erfordert es ja. Das erfordert es ja Können. Deshalb erfordert es ja Können. Naja, Hoji. Ich brauche wirklich einen Espresso, um mich heute Nacht wach zu halten. Braucht einen Espresso. Ja, glaube ich, habe nur Kaffee, ja. Kaffee. Ich glaube, ihm werde ich lieber keinen Schlaftrunk geben. Er muss ja seine Schicht verstehen. Social Media. Was? Social Media Fever. Errungenschaft freigeschaltet. Aber wahrscheinlich, dass ich Getränke gebe, die sie wirklich brauchen. Ein energiegeladener Espresso, damit unser Officer wach bleibt. Ah, du und dein Humor. Oh. Deine Espressi sind außerirdisch gut. Viel besser als meine oder die meiner Frau. Das ist kein Wettbewerb, Officer. Ha, für sie schon. Sie hofft, dass wenn sie einen besseren Espresso hinbekäme, ich nicht mehr so oft Pause machen würde. Das wird so schnell nicht passieren. Gibt's etwas Neues heute? Erstaunlicherweise nicht. Ich muss nur sicher gehen, dass dieses Café in Ordnung bleibt. Warum lachst du so? Wirklich? Du warst doch die letzten beiden Nächte hier, oder? Na, hast du mitbekommen? Ja, war ich. Verrückte Dinge sind passiert. 2 Tage hintereinander. So als würden die Götter sicherstellen wollen, dass ich die Erlebnisse mit... um sie in meinem Roman zu verwerten. Macht dir dein Roman noch Sorgen? Naja, die Deadline für meinen Entwurf kommt immer näher. Oh, stimmt. Oh. Wie läuft's? Von der Quantität her wird es immer besser. Von der Qualität her, ernsthaft, bin ich sehr zuversichtlich. Dann mal viel Glück. Hast du Neuigkeiten bezüglich der Ergebnisse der letzten beiden Tage? Wegen der Werwolfsache. Ich habe mit Gala darüber gesprochen. Wie? Wirst du ihn festnehmen müssen? Einige aus dem Revier hätten das gemacht. Aber letztendlich haben wir uns geeinigt, das nicht zu machen. Er war schließlich eine große Hilfe in der Nacht. Das haben uns die Leute aus dem Krankenhaus gesagt. Und was andere aus dem Viertel angeht, da hätten wir ohne Gala noch größere Probleme gehabt. Er hat vielen Leuten geholfen, ins Krankenhaus zu kommen. Schade, dass er sich nicht hat anschließen können. Glücklicherweise hat er niemanden verletzt. Also hätten die, die ihn lieber festgenommen hätten, eh keine Rechtsgrundlage gehabt.
Ich wäre ziemlich sauer auf dich, wenn man ihn festgenommen hätte. Hey, auf mich sauer zu sein, hätte nichts gebracht. Ich weiß. Was ist mit Rachels Vater? Eine Idee, was da passiert ist? Das weiß ich selber nicht wirklich. Das meiste ist nicht in meinem Bereich passiert. Was? Ja, der Streit war in der Nähe von Coachella. Das ist weit draußen. Naja, eigentlich nicht so weit draußen. Aber Henry wäre da nicht zu Fuß hingekommen. Vor allem nicht in diesem Zustand. Das ist alles, was ich weiß. Crenshaw. Oh, Rachel. Wie geht's es deinem Vater? Rachel! Oh, schau mal, nicht so gut. Rachel? Geht es Mr. Henry gut? Erstmal könnte ich eine Tasse heiße Schokolade bekommen. Tasse heiße Schokolade, brauchst du doch her. Heiße Schokolade ist fertig. Danke. Dad, wird es wieder besser gehen. Er ist heute Morgen aufgewacht. Dank Gala. Errungenschaft freigeschaltet. Faser und Dorser. Vater und Tochter. Er hat so schnell Hilfe geholt, bevor es lebensbedrohlich wurde. Geht es also gut? Es wird ein paar Tage dauern, bis er sich ganz erholt hat. Also sieht man, sie ist ziemlich niedergeschlafen jetzt. Aber er hat keine bleibenden Schäden, vor die wir uns Sorgen machen müssen. Gut zu hören. Ja, oder? Aber trotzdem, sie denkt auch, dass das mit dem Manager, den sie hat, nicht so eine gute Wahl ist. Das hat man ja in der Zeitung gelesen. Auseinanderscheidung und dann mit der Party, mit Gewalt, Drogen, Sex und sowas. Naja, gut, dass sie nicht da war. Und das alles wegen mir. Weil ich nicht auf ihn gehört habe. Während er mich nur beschützen wollte. Da habe ich so gedacht, er wollte dich nur beschützen, weil er wusste doch, was war, und er wollte nur dein Bestes. Rachel, mach dir keine Vorwürfe. Verzeih mir, nicht so direkt frage. Aber ist das okay, dass dein Vater gerade allein im Krankenhaus ist? Seine Freunde sind da. Und ich kann gerade nicht bei Leuten sein, die ich nicht mal kenne. Außerdem musste ich einfach mal raus. Also habe ich meinem Vater gesagt, dass ich ins Coffee Talk gehe. Und er hat ja gesagt. Er versteht es. Er versteht alles, glaub ich. Denkt sie sich, naja, aber ich bin doch wirklich noch ziemlich jung und ziemlich unerfahren. Und ein bisschen naiv. Rachel. Rachel? Rachel. Was ist wirklich gestern Nacht passiert? Dad hat sich wieder ein paar Typen angelegt. Er hat gehört, wie sie über mich geredet haben. Auf eine sehr suggestive Art. Perverse Art. Oh, natürlich hat ihm das nicht gefallen. Also hat er sich in seine Katzenform verwandelt. Und einen Streit mit diesem Typen angefangen. Warum hat er sich verwandelt? Damit man seine menschliche Form nicht gesehen hätte. Dad damit mit mir in Verbindung gebracht hätte. Ein paar Polizeikräfte waren beim Tatort und haben Augenzeugen befragt und schließlich diese Typen gefunden. Waren das Fans von dir? Nein. Schlimmer. Die arbeiten für Mr. Lester. Was? Oh, wow.
Der Grund, warum die Polizei sie so schnell finden konnten, war, weil sie schon verhaftet wurden. Bei der Party, die letzte Nacht ausgeufert ist. Wow! Wie ist das alles miteinander verbunden? Das waren Mr. Lesters Bodyguards, die nach der Show rumgechillt haben und ein bisschen vor der Party vorglühen wollten. Ihr könnt euch vorstellen, wie diese Typen oder Frauen reden. Ja. Naja, das haben sie gemacht. Und sie haben über mich gesprochen. Naja, das war's. Tut mir leid, das zu hören. Du lagst richtig mit der Party. Ich bin froh, dass ich nicht da war. Abermals hatte Dad recht. Hey, schon okay. Das Wichtigste ist, dass du in Sicherheit bist. Und dein Dad wieder gesund wird. Ich hätte auf ihn hören sollen. Er ist zwar nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Dinge, aber er hat so viel mehr Erfahrung als ich. Und er ist mein Vater. Ich wünschte, Mom wäre hier. Sie wüsste, was zu tun wäre. Sie wüsste, was ich Dad sagen sollte, wenn es ihm wieder besser geht. Weißt du was? Ich glaube, du weißt, was zu tun ist. Genau, geh zu ihm hin und sag ihm, dass es dir leid tut. Und auf ihm hören wirst. Du bist erwachsen, oder? Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich für ihn da sein muss. Das reicht doch. Das ist alles, was du zu tun hast. Das ist zwar komisch, wenn das von Freya kommt. Aber sie hat recht. Sei bei ihm, wenn er dich braucht, Rachel. Und wenn du eine Auszeit brauchst, kannst du immer herkommen und dich ausruhen. Leute, danke. Ich habe genug Auszeit für heute gehabt. Ich werde zurück ins Krankenhaus gehen. Danke, dass du uns auf dem Laufenden gehalten hast, Rachel. Ich drücke die Daumen, dass sich dein Vater schnell erholt. Danke, Hochi. Und sie geht. Wow. Was für ein Wochenende. Ziemlich verrückt, oder? Naja, ich muss zurück auf Streife. Es war wirklich ein komisches Wochenende. So, fertig geraucht. Aber im Allgemeinen ist hier alles sicher. Trotzdem, keine Anzeichen von Schwäche zeigen, okay? Kein Problem, Officer. Danke, dass du bei uns vorbeigekommen bist, Officer Georgie. Okay, also, wir sehen uns. Katzenlady, gehst du auch gleich, Freya? Ich glaube nicht. Ich habe mich genug ausgeruht. Ich muss Geschichten schreiben. Du bist nicht müde? Absolut nicht. Ich glaube eher, dass ich es heute schaffen werde. Okay. Dann störe ich dich nicht weiter. Oh, du störst nie. Abgesehen davon würde der ganze Roman nicht ohne deinen Kaffee existieren. Und ohne dich. Also, danke. Die Freude ist ganz meinerseits. Jetzt haben wir aber genug rumgeschnackt. Ihr müsst ein Buch zu Ende schreiben. Ei, ei, kein Problem. Werde ich tun. Black Lemon. Eine erstaunlich gute Kombination von bitter und sauer. Und wieder es regnet. So wie jede Nacht, jeden Tag. 2 Wochen später. Oh. Coachella Festival, ein Besuchsmagnet in Seattle. Weitere Frauen bezichtigen Morris Lester der Lüge. Coachella, möglicherweise Ausbruch von Herpes. Tja, hoffentlich wird dein Manager dein
Entry werden von Rachel. Oh! Hallo! Du bist endlich da! Und freudestrahlend, schau mal, hat sie ihr Buch fertig bekommen. Rechtzeitig und es ist gut verkauft, wie es aussieht. Hey, alle zusammen! Hey, Freya! Yo! Was geht? Oh, da ist aber jemand heute sehr gut drauf. Natürlich! Haben Sie... Sie haben ihn angenommen. Wir freuen uns so für dich. Gratulation! Oh, wow! Kannst du dir vorstellen, wie glücklich ich bin? Deinem Ausdruck nach zu urteilen... Ja, kann ich. Irgendwas zwischen ekstasisch und begeistert. Da hast du verdammt nochmal recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie hat Ihnen der Entwurf gefallen? Erstaunlicherweise mochten Sie ihn. Das ist wunderbar. Ja, oder? Ich konnte es kaum glauben. Sie haben gesagt, wenn sich das Buch gut verkauft, wollen Sie mich für ein zweites Buch unter Vertrag nehmen? Das freut mich. Naja, was auch immer jetzt mit dem Buch geschieht, ich kann es langsam angehen lassen. Sie haben mir ein Jahr Zeit gegeben, das Buch fertig zu schreiben. Mit Feedback-Sitzungen jeden Monat. Hört sich professionell an. Natürlich. Das ist der größte Verlag in der Gegend. Aber genug von mir. Wie läuft's im Café? Es läuft gut. Nein, ich wundere nicht, ich höre noch gerade drüben in der Wohnung irgendwie ein Rumpeln. Komisch. Wir hatten in letzter Zeit viele neue Leute hier. Und einige alte natürlich. Stimmt es, dass halt aus Korea wieder da ist? Ja. Er hat uns ein paar Geschenke mitgebracht. Und keins für mich? Weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, dass er Geschenke am liebsten persönlich immer gibt. Auf altmodische Art also. Und bei euch? Alles wunderbar. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war vor eurem kleinen Wochenendausflug. Ja, wir waren auf den Coachella. Wow! Vielleicht waren sie mit Nils zusammen dort gewesen. Das Festival war ein Reinfall. Ja, 3 Stunden vor dem Festival haben uns gereicht. Wo seid ihr denn hingefahren? Wir sind im Port Townsend gelandet. Wie war's? Ich habe es genossen. Habe nicht gedacht, dass ein historischer Ausflug so viel Spaß machen könnte. Oh ja, ich habe dein neues Profilbild gesehen, Aqua. Ihr seht so süß darauf aus. Ah. Das sieht wirklich süß aus. Ah. Ist ein bisschen genervt so. Jetzt zieht sie hier so eine. Hier. Das ist etwas Neues hier. Oh, Mensch. Danke. Was habt ihr während des Ausflugs gemacht? Nein. Ach nee, habt ihr das auch während des Ausflugs gemacht? So rum. Das war auf der Max. Es gab da eine Fotobox im japanischen Stil.
Ich habe noch nie sowas gesehen, so eine Fotobox. Also habe ich sie dazu gezwungen, zusammen ein Foto zu machen. Du warst also auch auf der Max-Mörtel? Ja. Yep. Ich habe ihr etwas auf ihrem Stand geholfen. Danke dafür. Du musst dich nicht immer dafür bedanken. Übrigens, hat jemand von euch etwas von Neil gehört? Eben, der war doch auch dort gewesen. Nein, ich nicht. Neil hat 2 Postkarten an das Café geschickt. Wirklich? Ja, eine vom Coachella. Das ist doch nicht weit von hier. Warum eine Postkarte? Schwer zu sagen bei ihm. Und die zweite? Aus New York. Was? Was macht Neil in New York? Da bin ich überfragt. Wohl an der Mission arbeiten. Sehen wir die Postkarten irgendwo? Fatima. Gibt es sogar Storys, die man lesen kann? Wusste ich gar nicht. Zungenküsse mit einer Katze. Was wollte ich sagen, das kann man in der nächsten Folge mal vorlesen. Na gut, willst du jeden Tag wäre so eine Geschichte, wie es aussieht. Eines kann ich schon mal vorlesen. Roadtrip. Das lese ich mal lieber nicht vor, weil wenn ihr das lesen wollt, ihr könnt das so lesen. Weil bei der englischen Aussprache lasse ich das noch sein. So, Morris erste Stimme explodierte aus dem alten Lautsprecher des Autos. Alle im Auto sangen mit. Und wenn ich alle sage, meinte ich mich und sie. Wir waren nur zu zweit, wir zwei und eine fast leere Autobahn. Denkst du, an meiner Seite zu sterben ist eine göttliche Art zu sterben? Fragte sie, nachdem der Song ausblendete. Die Stille im Auto brechend. Das kommt darauf an, antwortete ich. Kommt worauf an? Wie wir sterben. Ich bin mir sicher, dass ein maskierter Psychopath, der uns langsam verstümmelt, während wir Händchen halten, keine angenehme Erfahrung wäre. Was würdest du denn für eine göttliche Art halten, mit mir zu sterben? Schwer zu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich etwas besser fände, das nicht so schmerzhaft ist. Also, dass wir zusammen an Altersschwäche sterben werden. Wäre gut. Ey, warte mal. Wir haben erst gestern offiziell angefangen zu daten. Blond, nicht zu weit von. Autsch. Wofür war das denn? Du bist fies. Ich hab nur Spaß gemacht. Außerdem würde ich lieber darüber nachdenken, mit dir zu leben. Und wie? Sieh mich an. Und schließ deine Augen. Was soll das? Mach es einfach. Schloss die Augen. Ich lehnte mich hinüber und näherte mich ihrem Gesicht. Dann, für einen Moment, der sich wie 100 Jahre anfühlte, küsste uns. Der Tacho näherte sich 100 km/h und die Autobahn war fast leer. Fast. Und damit werde ich jetzt auch die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge, muss ich zugeben, werde ich erstmal das alles hier vorlesen. Dann versuche ich dann jeden Tag immer eins vorzulesen, wenn da was Neues ist. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.